Hey Freunde, Zelda-Meister hier. Ich weiß nicht genau, wer von euch letzte Woche das Zelda-Tag-Video von Wasten gesehen hat, aber ich erkläre euch mal grob, worum es geht. Wasten hat sich jeweils 5 Fragen zu Zelda im Allgemeinen, BOTW und BOTW 2 ausgedacht und beantwortet. Nach dem Beantworten der Fragen taggt, also nennt man 2 andere deutsche Zelda-YouTuber, die diese Fragen dann selbst beantworten werden. Und nun ja, Wasten hat mich und Linkatsu ausgewählt, was mich sehr ehrt und freut, da die beiden sozusagen meine Buddies im deutschsprachigen Zelda-Bereich sind. Eins kann ich vorab sagen, du hast einen guten Geschmack, Wasten, unsere Meinungen werden öfter die gleichen sein. Genug geredet, los geht's mit den Fragen. Viel Spaß! Erste Frage, wie bist du auf die Zelda-Reihe aufmerksam geworden? Ja, also das ist tatsächlich ziemlich einfach zu beantworten, durch meinen Vater. Mein Papa hat früher schon Ocarina of Time und Majora's Mask auf dem N64 gespielt und da habe ich ziemlich oft zugeguckt, zumindest habe ich so das Gefühl. Natürlich habe ich auch mal gespielt, aber sind wir mal ehrlich, ich war 4 bis 5, ich habe es nicht mal vom Anfangsmarkt in Majora's Mask runtergeschafft. Eine Erinnerung, die mir bis heute jedoch viel wert ist, ist, dass mein Vater damals in OOT nicht wusste, wie man Epona bekommt. Als ich dann schließlich auch mal den Controller bekommen habe, hatte ich mich auf Epona gesetzt und bin einfach mit dem Pferd über den Zaun der London Ranch, hieß sie glaube ich, gesprungen und geflohen. Ja, meine schönste Erinnerung an Zelda ist, dass ich Epona geklaut habe. Toll. Und wie soll es anders sein, auch BOTW habe ich durch meinen Vater entdeckt und angefangen zu spielen. Und ja, das Spiel gehört eigentlich meinem Dad. Oh Mann ey, wo führt das Video eigentlich hin? Nachdem ich also Zelda in einem reifen Alter von 15 gespielt habe, habe ich mich in das Spiel verliebt. Und ich merke gerade, dass wir bei einer Frage sind und das Video gefühlt schon 1 Stunde lang geht. Ich muss mich irgendwie mal ein bisschen ranhalten, glaube ich. Zweite Frage, was war dein erstes Zelda-Spiel und wie sehr mochtest du es? Ja, wie eben erwähnt, ist BOTW das erste Zelda-Game, das ich so richtig gezockt habe. Aber das erste, das wirklich mir gehört hat, ist Wind Waker HD, das ich allerdings nur irgendwie so 3 Stunden gespielt habe, daher BOTW. Wie sehr ich dieses Spiel liebe, muss ich nicht erwähnen. Guckt euch an, bis wohin es mich in so kurzer Zeit gebracht hat und dann wisst ihr es. Dritte Frage, was stört dich am meisten an Zelda-Games? Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich kann mich jetzt nur auf BOTW beziehen, aber da ist es der Mangel an Gegnern. Irgendwie gibt es nicht wirklich eine große Vielfalt. Bogblins, Moblins, Exalfoss, naja die alle halt. Das ist im Übrigen auch einer der Punkte, die ich mir für BOTW 2 wünsche. Mehr Vielfalt bei den Gegnern. Und vor allem bei den Minibossen. Ich meine, Ivarok, Hinox, Leune, das war's? Kommt schon, das geht so viel besser. Vierte Frage, interessierst du dich für die Story in Zelda Games? Und bei Gott, ja, das ist der Hauptgrund, weshalb ich Zelda Spiele so mag. Die lebhaften Nebencharaktere, das Gefühl selbst Link, also der Held zu sein, ist einfach super. Ich weiß, viele sagen BOTW fehlt es sehr an Story, doch das stimmt nicht. Für die, die es immer noch nicht verstanden haben, es heißt The Legend of Zelda und nicht The Legend of Link oder Hyrule. Und BOTW Zelda ist großartig geworden, vor allem ihre Entwicklung. Vom missverstandenen und verzweifelten Mädchen zu einer wunderschönen, anmutigen Prinzessin. Was willst du mehr? Und auch wie die Story einfach rübergebracht wird, wie sie erzählt wird. Auch die Prinzessin in Enciana zum Beispiel, die es im BOTW gibt, die spielen eine riesengroße Rolle und sind nicht umsonst da. Am Anfang waren es wenige, genauso wie Zeldas Selbstvertrauen und ihre Liebe für andere wenig war. Doch mit der Zeit blühten immer mehr Enciana und auch Zeldas Persönlichkeit kam zum Vorschein. Ich meine einfach, dass man die Story so erzählt, dass die Hauptfigur, das Ziel, der rote Faden anhand einer Blume, an einer Blumenart festgestellt wird oder dargestellt wird, ist so magisch, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, das ist einfach grandios gemacht. Und der Moment, wo man am Ende des Spiels Link und Zelda auf der Wiese, umgeben von so vielen dieser seltenen Blumen sieht, war so magisch, dass ich einfach angefangen hatte zu weinen. Und jede einzelne Sekunde der Einsamkeit in diesem Spiel war es einfach nur für diesen Moment wert gewesen. Und nein, ich hatte nicht geweint, weil das traurig war, weil das vielleicht emotional war. Obwohl, gut, emotional war es auch. Aber hauptsächlich habe ich geweint, weil alles, wofür man in dieser Welt gekämpft hat, alles, wo man nicht wirklich viel verstanden hat, weil nicht wirklich eine Person in dem Spiel da war, die einem alles erklären konnte, hat am Ende einfach Sinn gemacht und diese Art des Erzählens war einfach so gut, so schön, da, ich weiß nicht wieso, ich habe einfach angefangen zu weinen und wenn ein Spiel sowas schafft, ist das für mich einfach eine Auszeichnung wert und deswegen wird BOTW für mich immer so ziemlich das beste Zelda bleiben. Ich hoffe, dass jetzt ein paar mehr Leute dieses Spiel wirklich ein bisschen besser verstehen können und wenn euch Zeldas Entwicklung interessiert, könnt ihr euch gerne Crotons Video angucken, das ich jetzt oben rechts in der Ecke verlinke, das ist es wirklich wert, ich empfehle es sehr.
Oh Mann, ich hätte nicht gedacht, dass mich so ein Fragenvideo wirklich so packt und ich einfach da mal meine Meinung äußern kann. Aber ist jetzt eigentlich auch egal. Auf zur fünften Frage. Wie viele Zelda-Games besitzt du? Ich selbst besitze nur The Wind Waker HD zurzeit. Jedoch werden zu Zeldas 35. Geburtstag alle kommenden Spiele plus Link's Awakening und Hyrule Warriors meiner Sammlung beitreten dürfen. Rest in Peace an mein Portemonnaie. Jetzt kommen wir zu den 5 Fragen speziell zu BOTW. Erstens, wie hast du angefangen, Breath of the Wild zu spielen? Kurze Antwort, mein Dad kauft sich BOTW, ich mache Auge aufs Spiel, werde YouTuber und er sieht es nie wieder. So im Nachhinein betrachtet bin ich echt nicht der korrekteste Sohn. Zweite Frage, spielst du seit Release BOTW? BOTW ist am 3.3.2017 erschienen und ich habe erst 2019 angefangen. Oh shit, sind das Mistgabeln und Fackeln, Leute, ey! Aber verlasst euch auf mich, ab jetzt werde ich euch auf jeder Reise durch das Zelda-Universum begleiten, egal ob ihr es wollt oder nicht. Dritte Frage, was ist dein Lieblingsdorf im BOTW? Also mir geht's da tatsächlich so ähnlich wie D-Wasten, Angelstedt ist schon recht schön, ruhig, idyllisch. Auch dass ich das Dorf halt völlig unerwartet gefunden habe und es mir eine schöne Unterkunft auf meiner Reise geboten hat, ist ein Pluspunkt, aber irgendwie bin ich mir nicht ganz sicher. Wenn ich ein Dorf bzw. eine Stadt nennen müsste, wäre es wahrscheinlich Hateno, denn Hateno ist einer der wenigen Orte im BOTW, in denen wirklich etwas los ist und man nicht alleine rumhockt. Außerdem hat man hier Rüstungsläden, sein eigenes Haus, eine Werkstatt, bei der man seine Rüstungen färben kann und vieles mehr. Wenn ich aber einen Ort nennen müsste, der keine Stadt oder kein Dorf ist, dann wäre es wahrscheinlich der Stall der Ebene. Verschuldigt mich jetzt nicht, wenn ich es falsch habe, aber der Stall, wenn man von Zentral Hyrule einfach ganz nach unten geht, einfach gerade unten in der Mitte, diesen Stall meine ich. Ich weiß nicht genau warum, aber irgendwie fühle ich mich hier sehr wohl bzw. zu Hause. Vielleicht liegt das an dem See, den Pferden, der Challenge und einfach dem Frieden, der hier herrscht. Ich meine, ihr seht es ja an vielen meiner Videos selbst, zum Beispiel Windbomb Training, Pferderüstungen, Moonjump war glaube ich auch noch, ich bin immer bei diesem Stall. Vierte Frage, hast du mit dem Besiegen von Ganon bis zum Ende gewartet? Und ja, ganz klare Antwort, ja habe ich. Ich war einer der naiven Typen, die gedacht haben, das Spiel sei vorbei, wenn man Ganon besiegt, auch wenn das jetzt ein bisschen peinlich ist zuzugeben. Daher habe ich davor storytechnisch halt einfach alles fertig gemacht. Alle 4 anderen Völker, Titanen, das Siegerversteck, die Labyrinthe, alle Drachen und so weiter. Ich hatte sogar einen richtigen Plan. Erstens, in der Story alles beenden. Zweitens, Gerichte und Proviant kochen. Drittens, den Wald der Crocs erstmals betreten und das Master Sword holen. Ja, ich habe mir das Master Sword erst 3 Stunden vor Spielende geholt. Viertens, in den Wald gehen, um die mir letzte fehlende Erinnerung zu gucken, in der Zelda weint, um nochmal einen fetten Motivationsschub zu bekommen. Und fünftens, also letztens, den Hylia-Schild holen und Ganon so richtig auf die Fresse hauen. Als ich damit fertig war, war es Winter, ca. 19 Uhr abends, also sehr, sehr dunkel draußen. Und ich musste nochmal zur Apotheke. Oh Gott, das versaut die ganze Stimmung. Ist ja auch egal, als ich dann auf den dunklen Straßen lief, es kühl und ruhig war und ich über das Spiel nachgedacht habe, das mich gefühlt so lange begleitet hat und ich gerade erst beendet hatte, fühlte ich mich einfach nur leer. Einfach leer. Je länger ich darüber nachdachte, desto mehr wollte ich noch mehr von diesen Abenteuern erleben. Und da wurde mir klar, ich werde Zelda-YouTuber. Ich weiß, das klingt jetzt sehr überdramatisiert, doch genauso war es. Fünftens, wer ist dein Lieblingsrecke? Tja, die meisten werden es wohl wissen, vor allem weil wir letzte Woche eine Umfrage zu diesem Thema hatten. Aber ich bin einer der wenigen, die mit Stolz behaupten, dass Revali ihr Lieblingsrecke ist. Ich weiß, er ist arrogant, ich weiß, er ist unfreundlich, doch gerade das macht ihn so interessant. Weil man erst einmal weiß, warum er so ist, kann man dieses Verhalten viel besser verstehen. Und genau diese Emotionen machen ihn besonders. Er wirkt einfach viel lebendiger, interessanter und vor allem hat man bei ihm das Gefühl, dass er für sich in dieser Welt gelebt hat. Bei fast allen anderen Charakteren hat es für mich den Anschein, als würden sie, ja wie sage ich das, als würden sie nur für Link, für den Spieler selbst existieren. Bei Revali ist das anders. Bei ihm fühlt es sich viel besser und echter an, mit ihm in Kontakt zu treten. Also kurz gesagt, er wirkt einfach viel tiefgründiger als die meisten anderen Charaktere. Jetzt kommen wir zu den Fragen zu BOTW 2. Erste Frage, freust du dich auf BOTW 2? Was soll ich da anderes sagen? Auf jeden Fall. Freunde, wenn BOTW 2 rauskommt, dann zocken wir am Release-Tag durch. Ich will der allererste und beste überall sein. Tricks, Tipps, Guides, Gameplay, Challenges, Glitches, Theorien. Wenn dieses Game rauskommt, wird nicht nur ganz YouTube ausrasten, sondern meine Schlafzeit wird bis aufs Weitere gestrichen und meine Arbeitszeit verdoppelt. Wenn ihr das und Weiteres nicht verpassen wollt, dann lasst doch gerne sowohl bei mir als auch bei den Jungs ein Like und ein Abo da. Das würde mich riesig freuen.
Zweite Frage, was hältst du davon, dass in Breath of the Wild 2 teils, wenn nicht sogar die ganze Map aus BOTW 1 verwendet wird? Das halte ich persönlich für so das Schlimmste, das passieren könnte, denn warum hat uns BOTW 1 so viel Spaß gemacht? Richtig, weil wir unglaublich viel zu erkunden und zu erleben hatten. Wenn jetzt jedoch diese bereits erforschte Welt nur wiederverwendet wird, wäre das extremst schade. Versteht mich auf keinen Fall falsch, man kann schon einige Orte wiederverwenden, aber auf keinen Fall alle. Wisst ihr noch, wie in BOTW durch die Verheerung Ganon Orte aus anderen Zelda-Spielen, wie zum Beispiel dem Reiterhof aus OOT, zerstört worden sind und man jetzt die Ruinen sieht? Für BOTW 2 kann man das genau andersrum machen. Solche Ruinen wurden durch die Vernichtung Ganons und dadurch Hyrules Frieden wieder aufgebaut, sodass wir in BOTW 2 Orte sehen können, die wir aus BOTW 1 als zerstört kennen. Das wäre mega geil. Dritte Frage, denkst du, dass BOTW 2 das Gefühl von BOTW wieder hervorrufen kann? Also ich hoffe es, wünschen würde ich mir das schon. Vertrauen habe ich auf jeden Fall auch genug in Nintendo, dass sie das schaffen können. Vierte Frage, was erwartest du von der Story in BOTW 2? Was ich erwarte, dass sie gut wird. Es sollte auf jeden Fall einen spannenden Endfight geben und eine packende Erzählweise der Story. Mehr muss ich nicht sagen, Hauptsache sie wird gut. Und die finale Frage, magst du Angelstädt? Wie am Anfang des Videos schon gesagt, finde ich Angelstädt super gelungen. Ein ruhiges Fischerdorf, ein Lotto, das ist schon recht cool. Auch die Umgebung ist top. Da haben wir zum einen das Meer, den Liebessee, den Übergang in die Tropen. Also ja, ich mag Angelstädt. Gut, und damit sind wir tatsächlich auch schon durch mit den Fragen. Waren echt ein paar gute dabei und hat Spaß gemacht. So, und dann bin ich jetzt tatsächlich dran, meine zwei Leute zu taggen. Das wäre zum einen der liebe Astur und zum anderen Okamsen. Wenn euch dieses etwas andere Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr bei mir und den Jungs, die übrigens ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt sind, einen Like und ein Abo dalasst. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, wie ihr solche gemeinsamen Videos findet. Ich meine, im Zelda-Bereich sind wir damit schon eine Ausnahme. Wie dem auch sei, vielen Dank fürs Zuschauen und ich sehe euch im nächsten Video.